Hallo und willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes. Heute sind wir mit den Fantastischen Vier gemeinsam auf dem Weg zum Fantastic Four Building. Aber leider nur mit einem. Aber noch dazu Captain America. Da haben wir doch direkt Bock. Und das ist eigentlich ein gutes Thema, weil es kommt ja jetzt diese neue Serie. Ich glaube, es ist eine Serie. Und zwar geht es da um die Fantastic Four. Und ich bin mal gespannt, wie sie da das Thema dort so ein bisschen gestalten, weil es gab es ja noch nicht in Filmen, es gab es ja nur in Comics. So, und wir dürfen direkt in die Open World reinspringen. Let's go, New York City! New York City! New York City! This city is yours! This city is mine! Du hast recht. Lieber im Park gegenüber. Soll ich direkt da reinfliegen? Oh, schade. Okay, leider sind wir eingesperrt. How we come here out? Erstmal hier die Blumen kaputt machen. Ich brauche Stats. Okay, das reicht. Okay, das reicht. Das ist ein komisches Deutsch. Okay. Der Reed Richards. Dieser Durchgang wäre wohl für die meisten. Wie wird Leute er denn zu klein genannt? Einfach Mr. Fantastic. Ist ja ein bisschen wie Ruffy, also er kann sich schön lang machen. Das hätte nicht passieren dürfen. Das Sicherheitssystem muss versagt haben. Lass mich durch, wir müssen das Ding irgendwie lahmlegen. Okay. Hier läuft eindeutig was schief. Dem Hauptquartier von Manhattan Polizeiheldengruppe, den Fantastischen Vier. Es scheint hier einen Einbruch gegeben zu haben. Zeugen berichten, sie hätten einen lauten Knall vom Dach gehört. Ist das Ding vielleicht einfach nur in der Dusche ausgerutscht? Oder droht Reed Richards und seiner Truppe doch größerer Ärger? Bleiben Sie dran. In Kürze erfahren Sie weitere Einzelheiten. Hallo, ich bin genau neben der. Neben aufhören zu lästern? Naja. Er kann sich auch umformen in so einen Schrumpfzieher. So, Captain America kann wahrscheinlich sein Schild da reinmachen. Ja. So, ich spiele lieber mit Mr. Fantastic. So. Hier solltest du rübergleiten können. Drücke Arm zu springen und halte dann. Achso, dann kann ich gleiten mit ihm. Nice. Okay. Keine Bedienungsanleitung? Ich hoffe, du bist clever genug, um es rauszukriegen. Ja, Richard ist sehr clever. Tick-tack, tick-tack, tick-tack-tack. Oh Gott! Was ist denn das für ein Sicherheitsmechanismus? Das versagt? Nein, es funktioniert einwandfrei. Keiner. Ich möchte wissen, wer genau es ist. Ah, ich kann das jetzt hier spiegeln und dann kann ich wahrscheinlich auf den Generator. Genau. Gut. Jetzt rein in das Level. Die obersten fünf Stockwerke des Baxter Buildings gehören den Fantastischen Vier. Aktuelle Pläne gibt es nicht, da Reed Richards das Layout seiner Labore ständig abändert. Dr. Doom, ich bin's, Dr. Octopus. Ich habe ihn gefunden. Zerstört sie, Octobots! So, ich hatte ganz kurze Aufnahmeprobleme. Jetzt ist aber alles behoben. Ich war auch die ganze Zeit stumm. Ja, wir sind hier drinnen, und Octopus hat hier ziemlich krass kaputt gemacht, alles hier. Dr. Octopus kennt man ja schon aus dem Spider-Man-Universum.
Aber Zeit mal hier aufzuräumen. So, Fantastic Four. Mach mal hier, was auch immer du machst. Wieder was zum Schraubenziehen. Richards wird wahrscheinlich immer irgendwelche Schrauben ziehen. Oh ne, da ist wieder eine Münze. Kann ich da rein? Warte. Kann er irgendwie mit seinem Schild? Genau. Jawohl. Gut, warte, Dr. Octopus, ich komme. Na komm, fahr hoch. Jawohl. Jawohl, Erwin. Auf Wiedersehen, ihr mittelmäßigen Held. Für mittelmäßig. Das sind die krassesten von der USA. Er geht aufs Dach. Los, im Nachkern. Ah, ich brauche Captain. Dann kann ich durch das Feuer laufen. Bei Captain America, sein Shit ist so krass, dass er durch das Feuer gehen kann. Sein Shit ist Stickstoff. Oh, geht mal weg, ihr kleinen Viecher. Ja. Das werden wir versuchen. Ja, wie viele kommen denn jetzt hier? Ich glaube auch jetzt langsam. So, ich brauche aber hier Reed Richards. Ich glaube, da unten war so ein Feld. Ah ja, hier kann ich eins bauen. So, schnell rein, bevor die mich verprügeln. Easy, noch 4 Herzen. Gut, einmal auf damit. Und gleich mal was für den Captain bauen. American, fuck yeah. Ah, was zum Teufel ist das? Ist das so eine Art Steckdose? Ich glaube, das soll so eine Art Steckdose sein. Und dann einmal die Kacke aktivieren. Das ist so eine Art Laserstrahl sein. Mal gucken. Ja, yep, das ist ein Laserstrahl. Da ist wieder was für den Captain. Captain America! Was ist eigentlich euer Lieblings-Marvel-Held? Also für mich bleibt es immer noch der gute alte Tony Stark. Weil er einfach das meiste geschafft hat und das meiste auch durchgemacht hat. Also was man alles in den Iron Man Filmen gesehen hat und in den Avengers Teilen, er hat sich ja geopfert. Ich nenne ihn den Fantastilift. Auf jeden Fall schneller als über die Treppe. Los! Aber sagt gerne, welcher Favorit von den Avengers euer ist. Sollten wir erst darüber nachdenken. Keine Zeit. Wenn er mit den Teilen entkommt, bekommen wir sie vielleicht nie mehr zurück. Wir überleben das schon. Keine Sorge. So, was bist du? Dr. Octopus entkommt! Oh nein! Du musst über diese Spalte gelangen, sonst verlierst du ihn! Was heißt das Ding? Herr Byte oder so? Oh, 1 von 5. Hier ist so ein Sammelobjekt. Ist das hier oben irgendwo auch? Das wäre natürlich geil, das direkt überall zu finden. Weil dann müssen wir das nicht im Late Game machen. Bam, bam. Diese Mucke ist so geil. So, Antenne Brandenburg wurde errichtet. Zeit für den Captain. Damit er da mal rüber kommt. Und hier können wir wieder
Schild reinmachen und hier ist nochmal so ein Garten. Nice. 2 von 5. Lohnt sich doch direkt. Doppelt gemoppelt. Gut. Und dann kriechen wir auch noch hier rein. Perfekto. So, wie kommen wir da jetzt hin? Irgendeine Idee? Nein? Gut. Ah, guck mal. Was haben wir denn hier? Einmal bauen. Und dann mal gucken. Ah, wir sind jetzt eine Wasserpumpe. Nice. Und das Geile, wie da oben steht, Road JJR. Ey, jetzt weiß ich nochmal, wie die Freundin von Peter heißt. JJ. Da drüben, Captain. Wie lautet der Plan? Wir folgen ihm, wohin auch immer. Einfach direkt rein da. Let's go. Hallo. Ey. Lass mich los. Hallo. Sag mal, Richard, kannst du dich nicht irgendwie so lang ziehen oder so? Wieder alles kaputt machen. Ekelhafte Oktopusse. Digga, seine Lache. Seine Lache. Wie ist das? Ich glaube kaum, dass ihr mir hier rüber folgen werdet, ihr Helden. Na doch, klappt schon alles. Das kriegen wir noch irgendwie hin. 3 von 5. So. So. Schön mit dem Captain kann ich das da umwerfen. Jetzt mal die Neonwand da zerstören. Bam! Und runter mit dem Teil. Also, das zahlt hoffentlich die Versicherung. Weil, wird schwierig, das hier alles zu bezahlen. Ich will gar nicht wissen, wie teuer das am Ende wird. Mit der Unmengen an Summen kosten. Ich weiß noch, ja, in Avengers, Dingens, wie heißt er nochmal? Wo man diesen Roboter, wo die diesen Roboter bekämpft haben. Alteren, Back of Idwin oder so. Nehmt ja irgendwas mit Idwin. Da haben sie auf jeden Fall Mode der die ganze Stadt, also so halb Russland war das, glaube ich, oder so. Oder also Sibirien. Wurde da komplett weggeballert. Ich will gar nicht wissen, wie teuer das dann wird. Aua, das war heiß. Heißer geht's nicht. Alter! Captain America, bist du mir zu blöd? So, ich muss das wahrscheinlich von außen irgendwie. Genau. So müssen wir das machen. Mal aktivieren, damit der Richard da reinkommt. Und wie ist er da reingekommen? Dieser kleine Schlawiner. Oh, da oben ist doch mal eine 10.000er Münze. Nehme ich dann gleich mal mit. Aber erstmal hier den Garten. Wir brauchen ja alle. Und dann war da vorne noch der letzte, glaube ich. Ja, warte. Ah, das kaputt machen bitte. Jawohl. Das ist auch das Minikit. Ruhig gleich. Aber erstmal hier den 10.000er. Und jetzt das Minikit.
Jawollo! Vorsicht, Dr. Richards, da geht's tief runter! Ach, das passt schon. Selbst wenn, kann ich mich einfach hochziehen. Okay, Captain, warten Sie. Ist so besser? Der automatisch darüber? Oh nee, der ist wieder out of bounds oder so. Die KI ist manchmal echt dumm in diesem Spiel. Und ich bin auch dumm. Merke ich gerade. Nein, Reed Richards, ich sterbe. Sie dürfen das doch nicht. Gut, er hat ein Leben. Er hängt da rum, Alter. Wie ein Assi. Okay, ah, da komme ich rüber. Greif ihn einfach so an. Er klettert runter, wir können ihn von hier nicht passen. Ganz ruhig. Das schaffe ich schon. Einmal hier das kaputt machen. Und wir verwandeln uns in einen. Was macht ihr? In einen Kran. Bam! Parker, mach deine Arbeit! Ich brauche ein paar News für den Bugle-Auftritt in diesem Netdings Interface! Ja, Sir. Netface. Du kennst dich aus mit dem Netz, richtig? Mit dem Netz? Ja, das ist mein Job und mein Hobby. Dr. Octopus? Sie sind ein richtiger Doktor, oder? Mir tut es nämlich hier weh. Deine billige Krankenversicherung übernimmt keine Kontrollbesuche. Parker! Parker! Ich brauche Filmmaterial davon für die Website. Kann doch nicht so schwer sein. Schließlich kommen dieses Mal die News zu uns. Du könntest es mit deinem Smartphone aufzeichnen, JJ, wenn du herausbekommst, wie man es einschaltet. Hey Leute! Ihr werdet mich nie fangen! Ihr verschwendet eure Zeit! Zufällig in der Nähe war Spider-Man. Doc Ock hat wichtiges Material geklaut. Ach, der kann auch nie genug kriegen. Immer hat er seine Hände im Spiel. So, wie random ich das hier gerade gefunden habe. Aber Spidey kommt auch mal hierher. Nachdem er komplett gestört wurde von Dr. Octopus nach seiner Arbeit. Aber okay, für den. Wie nennen wir das hier nochmal? Für den Typen da zu arbeiten, für den JJ. Für den Harold, genau, Harold. Für den Harold zu arbeiten ist natürlich nicht so geil. Da macht, glaube ich, Spider-Man-Spielen viel mehr Spaß. Kann ich verstehen. Kann ich komplett verstehen. Spinnensinn, Kribbel. Ja, Spinnensinn, einmal rauf da, bitte. Und einmal bumsen wir das Ding hier. Und Luft strömt nach oben. Los, Jungs. Rauf hier. Boah, die Mucke gefällt mir richtig. Oh, wer schreit denn da hinten? So. Richard. Gut gemacht. Die hören auch nicht auf. Die müssen einfach nerven. Kleine Viecher. Oh, meine Streak lebt noch. 6er Streak, 7er Streak und 8er Streak. Komm, gleich den hier einsammeln. Jawohl. Guck mal, wir sind fast True Believers.
wahre Helden. So, diesmal verwandeln wir uns in eine Rakete. Tut mir leid, Spidey. Doch die Werbung entfällt. Wäre jetzt natürlich geil, wenn er so einen Spruch sagt. Leider hat er keinen Spruch gesagt. Finde ich schade. Wäre nämlich schön passend gewesen. Ist er wieder der Idiot. Nicht der RTL-Reporter da oben. Meine Güte. Kann ich ja nicht helfen, wie schauen. Grausam. Könntest du mich nicht in Küchenpapier einwickeln und aus dem Fenster werfen? Nein! Was ist passiert? Octobots! Er scheint übermäßig wütend zu sein. Was rätst du? Schau mich nicht so an. Du bist der Doc Ock-Experte. Wieso ist da oben eigentlich Deadpool? Keine Ahnung, er ist einfach... Er ist halt einfach da. Warte, sein Arm hat sich im Boden verfangen. Greifen wir an, solange wir können. Ja, danke für den Hinweis. Das habe ich jetzt nämlich nicht gemerkt. Und wir ein bisschen reinblitzen. Oh, er ist nur noch dreiarmig. Er ist behindert. Also er ist noch nicht behindert. Er ist halb behindert. Ich brauche noch ein bisschen Münzen. Gib mir Münzen, gib mir Geld, bitte. Also fürs Töten bekomme ich ja auch Geld. Schon echt brutal, muss man ehrlich sagen. Bisschen wie so ein Auftragskiller. Ey! Der Glitch hat einfach gekillt. Der Arme. Wird er vom Dog gekillt. So, bin ich gleich True Believers. Jawohl. Hey! Nein! Nicht schon wieder! Mein Arm! Schön einwickeln, umknicken und er ist ja nur noch zweiarmig. Sag mal, was macht der denn jetzt für Löcher? Wie dick ist er? Doch, komm her, Doc. Ah, wird zu Stress. Oh, ich bin in den Kuli reingeflogen. Mach nochmal so einen schönen Stampfer hier auf Follow. Na, warum habe ich das nicht kommen sehen? Noch ein Arm! Noch ein Arm weniger! Meine Arme! Meine geliebten mechanischen Arme! Das werdet ihr gewissen! Stampf sie! Hey, lieber Arm ab als Arm dran. Oh, scheiße, ich hab gerade nicht hingeguckt. So, und jetzt tot! Gib auf. Verbrechen zahlt sich nie aus. Täusch dich da mal nicht. Deckt Kranken- und Zahnversicherung ab. Du kannst dem langen Arm des Gesetzes nicht entkommen, Ork. Nicht so gierig, Doc. Ich hab ihn! Ich mach den! Ich hab ihn! Nein! Ich hab ihn! So. Oh, jawohl, wir haben direkt Dr. Octopus freigeschaltet. Wir müssen ihn sogar nicht kaufen. Happy, ich weiß gar nicht, wer das überhaupt ist. So. True Believers und ein goldener Stein. Mehr. Und weiter geht's. Wir haben Dr. Octopus geschnappt, aber den grünen Kobold verloren.
Keine Sorge, wir verfolgen ihn. Ziel gefunden. Er geht zum Oscorp-Building. Was sollte der grüne Kobold in einem gänzlich legalen und komplett harmlosen Bürogebäude wie Oscorp wollen? Finden wir es raus. Das wird nicht nötig sein, Mr. Richards. Fantastic. Dr. Richards. Sir. Direktor Fury braucht Sie und Cap im Labor. Wir müssen mehr über diese besonderen Steine und ihre Verwendung herausfinden. Dann machen wir uns mal an die Arbeit. Dringend. Denn große Macht bringt große Verantwortung mit sich. Der grüne Kobold wurde beim Betreten des Oscorp-Buildings gesehen. Begebt euch dorthin, findet ihn und bringt den kosmischen Stein zurück. Wir müssen wohl unseren eigenen Weg zu Oscorp finden. Nicht einfach bei dem Chaos, das die hinterlassen haben. So, da sind wir mit Black Widow und Hawkeye. Aber ich würde jetzt hier mal beenden. Bei der schönen Brücke hier in New York, die leider nicht mehr so schön aussieht. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.